I was born a warrior. You want to test me? Und damit herzlich willkommen zurück zu Paladins. Ich bin Mr. Katafi, euer verführtes Kaninchen, denn die Musik ist unglaublich laut und episch und ich verstehe nicht warum. Weil das Mensch hat gerade erst begonnen. Es gibt noch nicht so viel Episches sein. Oder ist der Charakter so episch? Das kann natürlich sein. Wir spielen nämlich Lian. Und ein Charakter, der, glaube ich, für mich ganz gut ist, denn er hat halbes Auto-Aim oder sie hat halbes Auto-Aim. Ich spiele ja so schlecht. Ich ziele ja so schlecht, sagt Creepy ja immer. Und das werden wir doch heute mal sehen. Er wird garantiert wieder recht behalten. Wir gucken mal ganz kurz. Ich mache erstmal ganz kurz jenes und jetzt gucken wir mal ihre Fähigkeiten. Aber die meisten von euch werden die eh schon kennen. Also sie kann mit Linksklick normal schießen auf mittlere Distanz. Rechtsklick ist, alle Gegner vor ihr werden getroffen. Q ist, dass sie einen Schuss macht, kurz auflädt, der die Objekte, der Feinde durchdringt und damit mehrere Feinde treffen kann, die in einer Reihe stehen. Ich bin zu weit weg, das ist mein Problem gerade. Ich habe das Gefühl, hinter uns ist jemand, aber naja. Und dann gibt es die Möglichkeit mit F fröhlich umherzuchargen, dabei auto-mäßig zu... einen Schuss abzugeben. Und da bin ich in die falsche Richtung gechargt. Das mit dem Chargen ist echt nicht leicht, weil man das in der Bewegung machen muss. Und ich glaube, da unterscheidet sich dann ein guter von einem schlechten Lian-Spieler, dass man in der Bewegung trotzdem noch das richtig hinbekommt mit dem Chargen in die richtige Richtung. Bisschen aufpassen, aber wir können das hier nur verstecken. Ich muss allerdings ein bisschen aufpassen, denn das Problem ist, dass sie keine keine Long-Range-Schützin ist, sondern Mid-Range. Und auch wenn dieses Gewehr einem, also mir gibt das Gewehr dieses Gefühl von, sie ist Long-Range, ist sie nicht. Ihre Ultimate, die hatte ich noch gar nicht erwähnt, eben ein Schuss, der sehr, sehr viel Schaden macht, auch so halbes Auto-Aim. Und wenn man damit tötet, wird die Alt sofort wieder zu 50% aufgeladen. Da seht ihr das. Ich meine, ich stehe nicht so weit weg, aber ich treffe trotzdem nicht, weil ich halt... Nein! Fertig? Fertig da drin? Sehr schön. Da habt ihr es gesehen. Schön durch. Oh, das war fantastisch, Alter. Man könnte meinen, ich spiele nicht, aber doch. Man sieht es an gleich an anderen Dingen wie dieses. Ich war gar nicht gezielt. Okay, hey ho. Nein, 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 nein! Oh, Kacke! Oh Gott! Am Feuer gestorben? Nein, wie mies, na gut. So, ich benötige mehr Cooldown, weil je mehr Cooldown, desto häufiger kann ich meine Ausweichfähigkeit nutzen, die ziemlich mächtig ist, glaube ich. Also ich glaube, die ist die mächtigste. Soweit ich das weiß, ist der Bild von ihr auch... Also ich habe ja mal auch keine Standards, ich habe ja nur Standardkarten. Au. Und keine anderen Decks und sowas. Da freue ich mich übrigens auch immer über Kommentare, wenn es so darum geht, wie man vermutlich besser spielen könnte. Was man, welche anderen Karten man wohl nehmen sollte und dergleichen, weil, auch wenn es mir vielleicht nicht immer was bringt, weil ich vielleicht den Charakter nie wieder spiele, Tanks und sowas.
andere, die dann sehen, oh Gott, spielt der scheiße, was macht der denn falsch, und gucken in die Kommentare, sehen dann, was man vielleicht besser machen könnte. Also wenn man dann sieht, so, ja, eindeutig liegt es daran, dass du die falsche Karte hast, du hättest den und den Bild nehmen müssen. Ach Gott, das war jetzt richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Schön auf den Boden geschossen. Die Musik ist unglaublich laut und episch, habe ich das Gefühl. Das muss ich alles nach... Ihr werdet das vermutlich gar nicht mitbekommen, weil ich das ja eh nachträglich wieder anpasse. Oh Kacke, oh Kacke. Auto aim for the win. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Wenn ich mich konzentriere, dann läuft das hier auch ein bisschen besser. Bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Irgendwo ist dieser Unsichtbubble. Da oben kommt schon wieder er. Und da wurde ich. Von wem wurde ich da erschossen? Ach, okay. Meeresrüstung. Meeresrüstung! Ich wusste gar nicht, dass es diese Karte auch auf Offensiv gibt. Oh, hallo. Oh, hallo. Buhuhu. Gar nicht knapp. Mann, wieso stirbt der denn nicht? Wo, hier ist auch irgendwo einer, da. Lad nach. Nein! Ausgewichen! Bzw. hinter die Wand! Ja, richtig schön verschwendet die Ult. Naja, macht nichts. Legt sich ja wieder auf. Hallo! Oh, und Schild. Was? Okay. Nein, genau reingelaufen. Kacke. In die Ult reingelaufen. Na, macht nichts. Hier, heilsames Töten. Bei Schild, vielleicht, warte mal, irgendwo wird doch hier auch ein Schild zerstören. Da. Für den Rukus, für sein Schild. Danke für das Auto-Aim. Mann, wieso legt die sich, wieso heilt die sich gerade? Sehr schön. Back to the fight.
Geh weg! Komm her! 15 seconds remaining. Ach toll! Einen schönen Multikilling gelegt. Heftig knappe Runde. Knappe Runde, heftig, heftig. 346 zu 321, das war wirklich. Die waren ja schon mal teilweise ziemlich weit hinten. Ich muss mich bei der echt konzentrieren. Tut mir leid, dass es lange Phasen gab, wo ich einfach nichts geredet habe. Weil ich mich echt konzentrieren musste. Dann treffe ich nämlich auch mal ein bisschen, wenn ich mich konzentriere. Ah, naja. Guck mal, beste Schadensanhalt. Yeah, wie. Naja. Okay, eine Runde gibt es noch mit ihr. Weil 12 Minuten, das ist ja nix. Komm, noch eine Runde. I was born a warrior. You want to test me? Ja, wir wollen testen. Wir testen, ob das nochmal so läuft. Beziehungsweise wie es jetzt in der zweiten Runde läuft. Wir nehmen wieder Abklingzeitverringerung. Belagerung. Was war denn da mit meiner Stimme gerade los? Oh, die ist aber verschwunden. Und wir sind wieder in diesem schönen, schönen Schloss. The battle is about to begin. Und Schloss Neuschwanenstein. Man sieht da hinten ja auch die Berge. Schön. Komm, lass mich durch hier. Lass mich mal angucken. Und man kann runterfallen, das ist ganz gut. Kann irgendwer stoßen? Er kann ziehen. Das ist ja so wie Roadhog bei Overwatch, dass man da... einfach Leute runterziehen kann. Ins Nirvana. Oh Gott, ich muss mal. Dankeschön. Ach so, die ziehen. Was? Von wo? Wer? Wann? Was? Willow! Rannte da noch irgendwo rum. Ich kann nicht mitbekommen, dass da eine Willow rumlief. Ah ja. Guck mal, da oben stehen sie. Ach, da oben stehen sie, kackendreist. Titte. Wie kommt man da hoch? Ich möchte da auch hoch. Geht es hier lang? Ja, es geht hier lang. Okay. Ist natürlich richtig mies, weil da oben zwei Leute, die AOE-Schaden machen, halten das richtig gut da oben, die Position. Da müsste man von Entfernung ran. Ich bin leider auch nur ein Close, also ein Midrange. Hier, unser Russe müsste das machen. Rampage. Hallo, ich kann... Ich konnte mich nicht bewegen. War ich irgendwie gerootet? Kann irgendwer rooten von denen? Ich weiß es nicht. Die Willow muss mal weg. Oh, Kacke. Ja, die ist echt... Die ist... Oh, Gott. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Geh weg. Immun natürlich. Hey Willow. Was? Wo kam denn jetzt Eevee wieder her? So, die haben auch ganz schön viel AOE. Da muss man auf jeden Fall... Ich glaube, da hole ich mir eher ein Sprengschild gegen den ganzen AOE-Kram. Ich meine, ich weiß nicht, ob das viel nützt, aber... Sagen wir mal, Schaden wird es definitiv nicht. No. So soon.
Ah, oh, danke, Auto-Aim. Wo reacht sie denn? Fall mal runter. Nein, ich wollte gerade zurückchargen, dann wäre sie tot gewesen. Ah. Hätte der Hund nicht geschissen und so, ne? Ich habe meine Ult noch nicht verwendet. Meine Ult. Aber die sind alle so nicht so lowlife, wie man sich das gerne wünschen würde. Ich habe ihn getötet, aber das hat nicht viel geholfen. Ich war sofort danach tot. Und? Nein! Immer diese Fähigkeiten, die fehlen. Ich brauche mehr Cooldown. I need more Cooldown. Ich brauche Springschild auf jeden Fall und heilsames Töten. Ah, Gott. Alter, war das knapp. Gott, war das knapp. Die Willow ist auf jeden Fall böse. Was hatten die für ein Deck? Die hat doch garantiert das... Nö, hä? Ist das nicht das Setzling-Deck? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch da nicht aus. Ich habe doch da mal keine Ahnung. Point spawning in 15 seconds. Aber was da eben los war, wieso ich denn mich da... Kann einer von den looten oder... Weiß ich nicht, der hier vielleicht? Kann der looten? Oder hing ich einfach an irgendeinem unsichtbaren Alpha-Wand-Ding fest? Huh. Na, funktioniert das mit dem Auto-Aim funktioniert nicht im Sprung, wie es scheint. Was war das gerade? Das sah sehr skurril aus. Ja, was hast du davon, du kleine Fee? Das halte ich von kleinen Feen. Overtime. Ich wollte eigentlich durchchargen und dann den dahinter töten, den Heiler. Das wäre so schön gewesen. So, ich wollte gerade sagen, stirb doch. Oh, man geht so langsam. Oh, ich will sprinten. Das war schlecht. Mehr Cooldown, bitte. Nein! Nein! Na gut, okay. Mein Commentary hat sich sehr gut entwickelt. Ich bin momentan nur am Schreien. Nein, nein, nein! Stirb, nein, nein, nein! Das ist Qualitäts-Commentary schlechthin. Naja, zurück zu gutem. Oh, da oben war wer. I feel stronger. Ah, wenn. Shake it off.
treffen. Ja, das ist Midrange, das ist halt... Ah, wie gemein. Schön eingekesselt haben sie uns da. Von vorne eine Ult, von hinten eine Ult und dann haben sie uns auseinandergenommen. Gerade diese Weg-Jagd oder diese Verscheuch-Ult. Seconds remaining. Schade, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht von Eevee. Das war wirklich gut, dass sich unverwundbar gemacht hat, als ich gerade meine Ult angelegt hatte. Und wäre sie tot gewesen. Aber naja. Sie macht gut Spaß, aber ich muss mich wirklich konzentrieren, um treffen zu können. Das ist das Problem jetzt gerade. Hä? Was? Mitbekommen, was da gerade passiert war? Ach, komm doch. Ich wollte doch schon hinchargen. Du hättest mich gar nicht hinziehen müssen. Gut, ich wäre ja nicht tot gewesen und das war vermutlich dein Ziel, aber hey. Trotzdem, wenn du kuscheln wolltest, ich wäre doch zu dir gekommen. Ich wäre doch vorbeigekommen zum Kuscheln. Du große Schildkröte. Mehr Rüstung. Alter! Ein 10er Streak? Bei uns keiner irgendwie ein Streak, außer das wird nicht angezeigt. Das kann auch gut sein, ich weiß es nicht. Point spawning in 15 seconds. Aber naja. Ja. Also ich muss mich bei der wirklich konzentrieren, aber dann macht sie wirklich, dann macht sie gut Spaß, dann läuft das auch mit dem Zielen. Halbwegs jedenfalls. Und ich denke, wenn man da noch ein bisschen mehr üben würde und ein bisschen mehr sich auch darauf konzentrieren würde, sich zu überlegen, wohin gehen denn die Gegner wohl? So ein bisschen Prediction-Shots machen und nicht einfach nur dorthin zielen, wo sie gerade sind. Enemy Rampage. So wie der das gerade gemacht hat. Das war ein Prediction Shot, der wusste ungefähr, wo ich bin. Und das müsste man mehr machen, dann wird das, glaube ich, noch mächtiger. Mich stört ein bisschen, dass ihre Range, also die ist ein bisschen kurz. Aber vermutlich ist das auch so ein Balancing-Ding, was mit Absicht ist, weil sie sonst zu mächtig ist. Aber so im Vergleich zum Beispiel zu Eevee oder auch zu Willow, die mit ihren Angriffen im Prinzip über die komplette Karte gehen können. Oder auch dem... Ich weiß nicht, ist das bei den Bogenschützen? Wie ist das da? Kann der auch über die komplette Karte schießen? Ne, das ist... Und dann hat sie auch noch den Vorteil... Also die Schüsse gehen ja ungefähr gleich schnell. Von jetzt Willow zum Beispiel. Und ihr aber... Liens Schüsse sind A, nur One... Also nur Single Target und nicht AOE. Das heißt, man muss genau treffen. Bei Willow ist es egal, ob man trifft oder nicht. Gut, sie hat Auto-Aim. Ich meine, das ist das wieder die andere Richtung mit ihren Fähigkeiten. Kann sie dann das Auto-Aim nutzen und damit das die vermutlich das Wettmachen. Und wenn man sie richtig kann, ich meine, ich habe sie auch schon ein paar Mal als Gegner erlebt, wo ich mir dachte, what the F ist das bitte für ein Monster? Schade. Wollte noch ausweichen und dann damit noch zuschlagen, aber naja. Ich bin mal gespannt, was ihr da so sagt, auch ob es vielleicht noch bessere Karten gibt. Jetzt sind die Karten ja eher auf diesen Ausweichen und vielleicht ist das total
falsch mit dem Ausweichen, dass man was anderes nehmen sollte, dass man eher... zum Beispiel den Rechtsklick verbessern sollte oder den Schuss, der diesen Durchdringungsschuss aufwerten müsste. Now to aim for the win! Na wohl. Aus der Unsichtbarkeit heraus erschossen. Die Ratte! Die kleine Ratte! Ah! Kacke? Wieso treffe ich die denn nicht? Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe gerade nicht verstanden, wieso ich trotz meiner Auto-Aims nicht getroffen habe. Aber man muss nicht alles verstehen. Und damit haben sie, glaube ich, gewonnen, ne? Weil... die 2 Meter werden sie wohl noch schaffen, oder? Gerade weil er mit diesen AOE-Angriffen kann er einfach mal davor halten, also hier der Heiler von denen. Stellt sich einfach dorthin, macht diese Zone, diese Damage-Heilzone. Schade. Schade. Naja. Gut, das war Lien. Sie macht Spaß. Das Zielen ist, wenn du die Fähigkeiten nicht verwenden kannst, nicht so einfach. Midrange und dergleichen. Die Auto-Aims machen das ein bisschen wieder wett und ein bisschen Training macht das sicherlich noch viel, viel mehr wett. Aber ich muss mich konzentrieren. Zum Commentary dazu bin ich nicht in der Lage. Gut, egal. Ja, die hat definitiv den meisten Schaden gemacht. Meine Güte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss, Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.